Die Grasselhöhle liegt auf 720 Meter Seehöhe im Sattelberg des Schweizer Berglands, ca. 20 Kilometer nordöstlich von Graz in der Steiermark. Die Tropfsteinhöhle ist seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bekannt. Der Legende nach entdeckte sie ein Hirtenjunge auf der Suche nach einem verirrten Tier. Die heutige Höhle bildete sich vermutlich vor 100.000 Jahren, als ein mit Wasser gefüllter Hohlraum im Berg einbrach. So alt sind jedenfalls die ältesten und mächtigsten Tropfsteine. 1816 wurde die Grasselhöhle erstmals schriftlich erwähnt. Nach einem Besuch von Erzherzog Johann in den 1850er Jahren begann die wissenschaftliche Erforschung der Höhle. Seit 1924 werden öffentliche Führungen durchgeführt. Damit ist die Grasselhöhle die älteste Schauhöhle Österreichs. Bis heute ist die Grasselhöhle, die in Österreich als Naturdenkmal unter Denkmalschutz steht, in Privatbesitz. Die Besitzer bieten geführte Besichtigungen durch die Höhle an. Ausgangspunkt ist die Kassa-Schutzhütte am Eingang zur Höhle. In der Höhle findet man tote Spinnen, der weiße Fleck in der Bildmitte, die von einem Schimmelpilz befallen wurden und gestorben sind. Der Schimmelpilz hat sich dann weiter über der toten Spinne ausgebreitet.